Guten Morgen allerseits, herzlich willkommen zu Mathematik für NaturwissenschaftlerInnen. Im Moment mit dem Thema Gleichungssysteme, Unterräume, Vektorrechnung im Allgemeinen. Wir hatten am Mittwoch noch das gesehen, was ich hier gleich nochmal angeworfen habe. Das war so die letzte Sache, die wir uns am Mittwoch hier angeschaut hatten. Da hatten wir uns ein Gleichungssystem vorgenommen, hier, und uns einmal gefragt, was ist die Dimension der Lösungsmenge dieses Gleichungssystems? Es war ein homogenes Gleichungssystem. Die Lösungsmengen von homogenen Gleichungssystemen sind immer Vektorräume, genauer gesagt Unterräume, von diesen Räumen, die in dem Gleichungssystem involviert waren. Und dann haben wir noch eine zweite Frage gestellt, die auch mit dem Gleichungssystem zu tun hatte. Wir haben die Spalten dieses Gleichungssystems hier, A1, A2, A3, A4 genannt. Und haben uns gefragt, was spannen denn die für einen Unterraum auf? Das tun sie auf jeden Fall. Wir können alle Linearkombinationen zusammensammeln dieser Spalten. Und das ist dann wieder ein Unterraum. Und was ist die Dimension dieses Unterraums? Und dann haben wir festgestellt in unserem Beispiel hier, dass die beiden Dimensionen, die die Lösungsmenge dieses homogenen Gleichungssystems und der Aufspann der Spalten, die dieses Gleichungssystem ausmachen, dass die Summe dieser beiden Dimensionen gerade die Anzahl der Spalten war, in unserem Beispiel hier. Einmal hatten wir Dimension 1, einmal Dimension 3 und zusammen waren es 4 Spalten. Und das ist tatsächlich immer so, dass sich das zur Anzahl der Spalten aufsummiert. Um das zu sehen, müssen wir uns das, was ich hier unten in rosa eingerahmt schon hingeschrieben habe, einmal anschauen. Also wir schnappen uns ein paar Vektoren n, Nathan-Stück, aus dem R hoch M, R hoch Maria, ja, also das darf unterschiedlich sein. Und jetzt fragen wir uns, was ist die Dimension des Aufspanns dieser Vektoren hier? Und die Behauptung ist, die ist gleich der Anzahl der Kästchen in der Zeilenstufenform. In der Zeilenstufenform des Gleichungssystems, was wir kriegen, wo wir einfach diese Vektoren a hier als Spalten reinschreiben und dann rechts eine 0 hinpacken, also homogenes, lineares Gleichungssystem. Müssen wir uns kurz überlegen, warum ist das wirklich immer so? Ja, hier oben war das so, hier hatten wir unser Gleichungssystem auf Zeilenstufenform gebracht, hatten am Schluss gesehen, es gibt 3 Kästchen, deswegen Dimension 3. Wir haben uns auch überlegt, dass das so rauskommt hier. Jetzt, warum ist das generell so? Die Anzahl der Kästchen ist die Dimension des Aufspanns. Hier steht es nochmal. Also überlegen wir uns mal, warum. Angenommen, wir haben n Kästchen. Es gibt hier n Spalten. Also, falls wir n Kästchen haben, dann folgt doch, dass diese Vektoren hier alle linear unabhängig sind, diese n-Stück. a1 bis an sind linear unabhängig. Ja, wenn ich n Kästchen habe, dann ist jetzt in dem homogenen Gleichungssystem jede Variable festgelegt, muss 0 sein. Einzige Lösung des homogenen Gleichungssystems, 0-Vektor. Bedeutet Vektoren linear unabhängig. Wenn sie linear unabhängig sind, zeigen sie ja alle in unterschiedliche Richtungen. Ja, kann ich nichts mit einem Teil von denen, kann ich nicht ausgleichen, was ein anderer Vektor macht. Deswegen, ich kann es nicht zu 0 zusammen linear kombinieren. Das heißt, in dem Fall ist die Dimension des Aufspanns gerade n. Dimension des Aufspanns von a1 bis an ist gleich n.
Das wäre diese, ja. Ja doch, das können wir malen. Das ist dieses Bild, wo wirklich die Kästchen alle immer so in Schritten eins nach rechts, eins nach unten, eine Diagonale komplett hier ausmachen. Rechts stehen die Nullen und so sieht unser Gleichungssystem dann aus. Hier ist irgendwas und hier sind Nullen. Also dann haben wir, einzige Lösung ist 0, die Vektoren sind linear unabhängig, der Aufspann hat Dimension n. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben ein Kästchen weniger. Dann gibt es also irgendwo eine Spalte, die kein Kästchen hat. Irgendwo gibt es dann mal so eine Treppenstufe der Länge 2 unterwegs. Also, falls n-1 Kästchen, naja, dann sind auf jeden Fall die Vektoren mal linear abhängig, weil dann sind es ja zu wenig Kästchen. Dann gibt es ja irgendwie einen freien Parameter in unserer Lösung. Also a1 bis an sind dann linear abhängig. Das Bildchen hier sieht dann vielleicht so aus. Hier ist vielleicht das erste Kästchen. Und vielleicht kommt dann irgendwo eine weitere, ich mache mal hier eine zusätzliche 0 hin, kommt hier so eine breitere Stufe und dann geht es da irgendwie vielleicht so weiter bis nach unten hier. So könnte unser Gleichungssystem dann aussehen. Also hier wieder irgendwas und hier links unten lauter Nullen. Ich mache mal so eine große Null hin. Gut. Wenn jetzt das Gleichungssystem so aussieht, dann können wir uns doch überlegen, wenn wir am Anfang genau die Spalte weggelassen hätten, wo hier jetzt eine Null entstanden ist, also die hier, in meinem Bildchen wäre das der zweite Vektor gewesen. Ja? Wenn wir den jetzt weglassen, lassen einfach den Vektor weg, der zu der Spalte gehört, in der jetzt kein Kästchen ist, dann haben wir wieder ein Gleichungssystem mit so viel Kästchen wie Spalten, also die restlichen Vektoren sind linear unabhängig. Also wir lassen Spalte bzw. Vektor ohne Kästchen. Die lassen wir mal weg. Dann sind die übrigen Vektoren sind linear unabhängig. Also haben wir jetzt n Vektoren, n-1 von denen, die sind linear abhängig, also Dimension des Aufspanns ist kleiner als n, aber n-1 von denen sind linear unabhängig, also ist die Dimension des Aufspanns mindestens n-1 und damit ist sie n-1. Ne? Also jetzt ist die Dimension des Aufspanns der Vektoren a1 bis an, alle, ist dann n-1. Ja, und so können wir das weitermachen. Wir lassen einfach, wir überlegen uns immer, wenn wir zu wenig Vektoren weglassen, wenn noch irgendwelche übrig sind, die nachher zu Spalten ohne Kästchen führen, dann haben wir was linear Abhängiges. Das heißt, das macht die Dimension unseres Aufspanns immer kleiner, kleiner, kleiner. Und wenn wir dann so weit sind, dass wir alle Spalten weggelassen haben, in denen keine Kästchen entstehen, dann sind die restlichen linear unabhängig. Das ist nur so eine Zählgeschichte hier. Also und so weiter. Und dann haben wir es damit gezeigt, dass das wirklich so ist. Gut. Jetzt wissen wir also, wie groß ist das, was die aufspannen, die Vektoren. Jetzt andererseits wussten wir bereits, wie groß die Dimension der Lösungsmenge ist. Da mussten wir gerade die Spalten ohne Kästchen zählen, weil für jede Spalte ohne Kästchen gab es einen freien Parameter in der Lösungsmenge. Also schreiben wir das vielleicht mal hier nebendran. Außerdem wissen wir, dass die Dimension von L0, oh ne, das passt nicht dahin, ne? Schreibe ich in die nächste Zeile. Das ist die Anzahl
der Spalten. Ohne Kästchen. Das heißt, die beiden zusammen, die beiden Zahlen, die geben dann auf jeden Fall n, die Anzahl der Spalten. Und das können wir vielleicht ein bisschen allgemeiner jetzt festhalten, was wir da bemerkt haben. Kriegen wir vielleicht noch hier auf die Seite. Wir definieren mal wieder so eine lineare Abbildung. Machen wir hier eine lineare Abbildung von einem R hoch N, Nathan, in einen R hoch M, Maria, die wieder gerade sowas macht, die schnappt sich hier einen Vektor x aus dem R hoch M und bildet den ab, gerade auf die Linearkombination der a's mit den x'en als Koeffizienten, also j gleich 1 bis n, xj, so viele Einträge hat das x, n Stück, mal jeweils den entsprechenden a-Vektor. Und unser LGS ist dann nichts anderes, was wir die ganze Zeit angeschaut haben, ist dann Gleichung L von x gleich 0. Die Dimension der Lösungsmenge, das sind alle die Lösungen eben dieses Gleichungssystems. Und die Dimension des Aufspanns, das ist alles das, was jemals hier als Ergebnis dieser linearen Abbildung rauskommen kann. Das ist das Bild dieser linearen Abbildung. Haben wir uns bei Funktionen von R nach R oder so auch schon gefragt. Was kann jemals als Funktionswert rauskommen? Ja, das ist die Dimension, das ist der Aufspann. Und nach dessen Dimension haben wir gefragt. Also vielleicht hatte ich gerade einmal zu viel Dimension drin, deswegen sage ich es nochmal. Der Aufspann, das ist alles das, was bei dieser linearen Abbildung hier als Ergebnis rauskommen kann. Okay. Und jetzt sagt man da allgemein, das ist der Dimensionssatz für lineare Abbildungen. Lineare Abbildungen, sagt man, die Dimension des Kerns der linearen Abbildung plus die Dimension des Bildes, dafür schreiben wir IM für Image, Kern, K-E-R für Kernel, das ist alles Englisch dominiert. Dimension des Kerns plus die Dimension des Bildes, das ist gerade n. Und zwar ist das ist wirklich, ich markiere das mal, dieses n hier, das ist dieses n hier oben, und das Gelb sieht man eh fast nicht. Ja? Dann machen wir was anderes, nehmen wir Rot. So, dieses n, das ist dieses n hier. Und was ist jetzt dieser Kern? Der Kern, das ist alles das, was von der linearen Abbildung auf die Null abgebildet wird, also gerade die Lösungsmenge des homogenen Gleichungssystems. Machen wir das hier hin. Der Kern von L, das sind alle die Vektoren aus dem R hoch N mit der Eigenschaft, L bildet diese Vektoren auf den Nullvektor ab. Also das hatten wir auch die Lösungsmenge des homogenen Gleichungssystems genannt. Das ist der Kern auf Deutsch, Englisch Kernel. Und das Bild, Image, das sind jetzt alle die Vektoren, sagen wir, aus dem R hoch M, ja, jetzt der andere. Hoch Maria, mit der Eigenschaft, es gibt ein x im R hoch n, Nathan, sodass, schreiben wir das vielleicht in Worten statt einem Doppelpunkt, sodass L von x
gleich y ist. Also wir sammeln alle die y's, die als Ergebnis hier rauskommen können. Die Dimensionen dieser Mengen zusammen, also das zweite ist das Bild, das gibt gerade die Dimension des Ausgangsraums. Und wenn man sich das ein bisschen überlegt, aber das machen wir jetzt nicht, aber das können Sie sogar aufbohren, dann gilt das nicht nur für Abbildungen vom R hoch N in den R hoch M, R hoch Nathan nach R hoch Maria, sondern das gilt generell für lineare Abbildungen von einem Vektorraum zu einem anderen. Also das gilt sogar für, sagen wir, irgendeine lineare Abbildung L und V nach W. Ja? Also linear müssen die Abbildungen immer sein. Vielleicht unterstreichen wir das mal hier. Oder wir unterstreichen nur das linear, so, damit das didaktisch hochwertig wird. Also Linearität der Abbildung ist wichtig. Lineare Abbildung von V nach W. Wenn jetzt die, sagen wir mal, die Dimension von V n ist und die Dimension von W, die kann irgendwas sein, nennen wir das wieder M, Maria. Das n ist wichtig, das von V. Also auch dann gilt Kern der Linear, Dimension des Kerns plus Dimension des Bildes dieser linearen Abbildung ist gerade Dimension des Ausgangsraums, also Dimension von diesem V hier. Das würde jetzt thematisch passen, wenn ich das V hier noch rot unterstreiche, so wie oben das N, ne? Weil das ist ja gerade wieder dieses N hier. Gut, da haben wir so ein bisschen Struktur, wie verschiedene Sachen zusammenhängen. Und wichtig ist das auch, es zeigt uns nochmal, wie wir mit unseren Gleichungssystemen arbeiten, wie wir an der Zahlenstufenform Lösungen ablesen. Wenn wir das verstanden haben, wie wir das grundsätzlich machen, dann können wir auch solche allgemeinen Resultate hier ablesen. Und natürlich wollen wir sie auch explizit lösen, so wie wir das schon getan haben. Gut, das wollte ich jetzt hier Ihnen noch als Beobachtung zeigen zum Thema lineare Gleichungssysteme, Zahlenstufenform, Unterräume, Dimension, Basis und so weiter. Das waren jetzt lauter Unterräume. Dann, hier haben wir nur Begrüßungen drauf, ganz, ganz viele auf der Chatwall bisher. Das ist wunderbar. Herzlich willkommen alle zusammen. Dann machen wir direkt weiter. Als ich Sie gefragt habe, was fällt Ihnen so zur Vektorrechnung ein, da fielen Ihnen ganz viele Sachen ein. Das war das hier, das war unsere Nikolausfolie, die hatten Sie erzeugt. Und da tauchte hier in der Mitte auch ganz fett auf Skalarprodukt. Betrag gab es auch. Was passiert da jetzt? Bisher haben wir nur über diese Linearitätsgeschichten, Linearkombinationen und sowas gesprochen. Wir hatten immer so diese Anschauung mit den Bildern, aber was wir noch gar nicht gemacht haben, ist, wir hatten diese Anschauung mit den Pfeilen, aber was wir noch gar nicht gemacht haben, ist irgendwie Längen gemessen. Wenn wir jetzt also hergehen könnten und sagen, die Länge unseres Pfeils, das können wir irgendwie messen, da geben wir an. Das ist vielleicht das, wo wir bei Betrag hier dran denken. Dann können wir uns auf den Weg machen, mit unserer Vektorrechnung jetzt wirklich Geometrie zu betreiben, Sachen auszumessen. Wenn wir Längen messen können, dann können wir letztlich auch Flächeninhalte und Volumina und so weiter messen. Also da kommen dann auch diese Dinge, das Kreuzprodukt, was Sie da erwähnt haben oder sowas, schon mit ins Spiel. Und tatsächlich mit sogenannten Skalarprodukten, wenn wir das mit der Längenmessung von den Beträgen hier zusammenbringen, dann können wir auch Winkel messen. Und dann können wir unsere komplette Geometrie, wie alles so zusammenhängt und nicht nur quantitativ, sondern qualitativ mit unserer Vektorrechnung machen. Deswegen ist jetzt der nächste Schritt, worüber wir sprechen wollen, sind Skalarprodukte und sogenannte Normen. Das, was Sie hier als Betrag bezeichnet haben, ist eine solche Norm. Also lassen Sie uns da vielleicht eine neue Überschrift machen. 5.5. Skalarprodukt
und Norm. Und dann definieren wir mal, was diese Begriffe jetzt sein sollen hier. Also wir definieren eine Norm. Also vielleicht schreibe ich das, damit wir den Platz haben. Hier oben schreibe ich mal hin, wir beginnen mit Definitionen. Was ist eine Norm? Eine Norm, das ist eine Abbildung von einem Vektorraum in die nicht negativen reellen Zahlen. Also wir schnappen uns, ich muss noch ein bisschen Platz davor lassen, weil die dann einen Namen kriegt. Also wir schnappen uns ein Element aus dem Vektorraum und bilden das ab auf eine Zahl. Und diese Zahl, die soll positiv sein oder die Null. Das ist okay. Und dafür möchte ich jetzt schreiben so Doppelstriche um den Vektor rum. Also ich mache hier einen Punkt, da wo man das einsetzen kann. Und das ist der Name dieser Abbildung. Da machen wir so links und rechts einen Doppelstrich hin. Der Betrag, den Sie mir auf die Folie geschrieben hatten, den haben Sie vermutlich mit einem Strich links und rechts markiert. Das ist dann ein Spezialfall so einer Norm. Jetzt mit der Norm wollen wir Längen messen. Und wenn wir Längen messen wollen, dann sollte diese Norm irgendwie bestimmte Eigenschaften haben. Die erste Eigenschaft ist, dass vielleicht nur der Nullvektor die Länge 0 haben soll. Also, wenn die Norm eines Vektors gleich 0 ist, dann war es der Nullvektor. Das ist eine Eigenschaft, die wir gerne hätten. Dann eine zweite Eigenschaft, die wir vielleicht gerne hätten, ist, wenn wir das Vielfache eines Vektors nehmen, dann multiplizieren wir auch die Norm dieses Vektors mit dem gleichen Faktor. Also Norm von Lambda mal a, da hätten wir gerne, dass das der Betrag von Lambda ist, ja, Lambda ist eine Zahl, mal die Norm des Vektors a. Das hätten wir gerne so, sagen wir mal, für alle Lambda in den, sagen wir mal im Moment, in den reellen Zahlen. Könnten wir sogar im Körper sagen. Vektorräume bei irgendeinem Körper. Skalarprodukte möchte ich jetzt gleich für Vektorräume bei R machen. Aber Normen können wir gleich machen für Vektorräume über beliebigen Körpern. Also können wir auch C zulassen. Und eine dritte Eigenschaft, die so eine Norm auf jeden Fall haben sollte, das ist die sogenannte Dreiecksungleichung. Die sollte die erfüllen. Wenn wir zwei Vektoren nehmen, a und b, und die zusammenzählen, und vom Ergebnis, Gottes Willen, was ist da draußen los, vom Ergebnis die Norm bilden, dann sollte das doch irgendwie kleiner sein als die Norm des einen Vektors plus die Norm des anderen Vektors. Wenn es die drei Eigenschaften erfüllt, dann erfüllt es anschaulich irgendwie das, was wir uns von so einer Längenmessung vorstellen. Also das letzte, diese Dreiecksungleichung, das hier, das ist die Dreiecksungleichung. Was können wir da für ein Bildchen malen? Wir nehmen den einen Vektor a und den anderen Vektor b. Und dann ist a und b ja diese Verbindungslinie. Wenn die in die gleiche Richtung geguckt haben, a und b, dann könnte dieser rote Pfeil gerade so lang sein, wie die Längen der beiden grünen Pfeile addiert. Und wenn die nicht genau in die gleiche Richtung zeigen, dann sollte die Länge des roten Pfeils kürzer sein als die Summe der Längen der grünen Pfeile. Deswegen Dreiecksungleichung. Also das ist das Dreieck von der Dreiecksungleichung. Das ist so, wenn wir so eine Intuition haben, was Längenmessung tut, dann sollte sowas erfüllt sein. Warum sage ich jetzt immer schon eine Norm und dann deute an, es gibt vielleicht verschiedene Normen?
Ja, unter Umständen haben sie irgendwelche Maßstäbe. Sie zeichnen die gleiche Sache in unterschiedlichen Maßstäben, dann brauchen sie unterschiedliche Methoden zum Längenmessen. Ja, dann bedeutet ein Stückchen in ihrem Bild, was so lang ist, was anderes als in einem anderen Bild. Wenn Sie vielleicht aus irgendeinem Grund, möchten viel darstellen in der einen Richtung und haben einen viel kleineren Ausschnitt in der anderen, den Sie groß haben möchten, dann haben Sie vielleicht auch in Ihrer Darstellung in unterschiedliche Richtungen, unterschiedlich große Maßstäbe. Dann ist eine Strecke so lang horizontal, was anderes als eine Strecke so lang vertikal und diagonal wieder anders. Das heißt, wir können uns durchaus vorstellen, je nach Anwendung, wo wir Längen messen, zum Beispiel in einer Karte oder sowas, wenn wir das übersetzen wollen in echte Längen dann, das, was durch die Karte dargestellt wird, dann könnte es verschiedene Regeln geben, wie wir das Längenmessen machen. Aber diese Eigenschaften hier, die sollten immer erfüllt sein, egal was wir so für Längenmessregeln haben gerade. Also das hier alles, wenn wir das noch hinschreiben, für alle a und b in unserem Vektorraum und hier für alle a in unserem Vektorraum. Und v war natürlich ein Vektorraum. V ist ein Vektorraum über k und über k und beim Skalarprodukt schreibt man sp für Skalarprodukt zunächst k gleich r. Also denken Sie im Moment gerade mal an reelle Vektorräume. Gut, also sowas sollte eine Norm erfüllen und jetzt ein verwandter Begriff ist der Begriff eines Skalarprodukts. Wie funktioniert ein Skalarprodukt? Das schnappt sich zwei Vektoren und ordnet denen eine Zahl, wenn man es jetzt aus dem Körper zu, und wenn wir es jetzt speziell für reelle Vektorräume machen, dann ordnet es denen eine reelle Zahl zu. Also, das war die Norm links, jetzt kommt hier das Skalarprodukt rechts. Das ist jetzt eine Abbildung, lassen Sie wieder ein bisschen Platz, oder ich lasse zumindest mal ein bisschen Platz hier für den Namen. V Kreuz V, das war nur die Schreibweise für wir nehmen zwei Vektoren und ordnen diesem Pärchen von Vektoren eine reelle Zahl zu. Und diese Abbildung, die möchte ich jetzt bezeichnen mit solchen spitzen Klammern hier und die Punkte sind die Stellen, wo wir die beiden Vektoren einsetzen können. Ja, also die spitzen Klammern, das ist der Name dieser Abbildung, dieses Skalarprodukts. Jetzt soll das Skalarprodukt erfüllen S1. Wir hätten gerne, dass das Skalarprodukt symmetrisch ist. Also das Skalarprodukt von A mit B hätten wir gerne, dass das gleiche ist wie das Skalarprodukt von B mit A. Das ist eine Eigenschaft, die wir ganz gut fänden. Und dann hätten wir gerne sowas wie so Distributivgesetze, so Rechenregeln, die wir vom und Rechenregeln für Faktoren, die wir aus von Produkten sonst kennen. Und das könnten wir auch zusammengefasst wieder als Linearität bezeichnen, nämlich Linearität im zweiten Argument. Also das Skalarprodukt von A mit dem Vielfachen von B, das soll sein, gerade dieses Vielfache des Skalarprodukts von A mit B. Also A mit Lambda B, davon hätten wir gern, dass das Lambda mal A mit B ist. Und es ist beides Linearität, das hier jetzt mit dem Faktor und das, was ich jetzt hinschreibe, wenn wir das Skalarprodukt mit einer Summe von zwei Vektoren bilden, dann hätten wir gern, dass das die Summe der Skalarprodukte ist. Das ist also so eine Ausmultiplizierregel oder eben auch Linearität im zweiten Argument. Also Skalarprodukt von A mit B plus C ist Skalarprodukt von A mit B plus das Skalarprodukt von A mit C. Und drittens
möchten wir, dass so ein Skalarprodukt von einem Vektor mit sich selbst, dass das nicht negativ ist. Skalarprodukt eines Vektors mit sich selbst soll nicht negativ sein. Das ist alles, diese Eigenschaften sind so ein bisschen abgeguckt, was wir von einem Produkt von Zahlen kennen. Das Skalarprodukt soll jetzt irgendwie so ähnliche Eigenschaften haben. Die letzte hier, die geht noch ein bisschen weiter. Also wir hätten gern, dass das immer nicht negativ ist, und tatsächlich hätten wir gerne, dass es nur dann Null ist, wenn das A schon der Nullvektor war. Also A mit A gleich Null, nur dann, wenn A der Nullvektor ist. Gut. Diese Eigenschaften haben auch Namen. Hier sagen wir, das Skalarprodukt ist symmetrisch. Und das hier, das zweite, heißt, es ist linear im zweiten Argument. Mit der Symmetrie basteln wir das auch in Linearität ins erste Argument rüber. Und die dritte Eigenschaft hier, da sagen wir, das Skalarprodukt ist positiv definit. Also sowas sollten solche Skalarprodukte erfüllen. Und Sie kennen vielleicht ein Skalarprodukt und das erfüllt das. Wer kennt ein Skalarprodukt? Niemand? Wer kennt kein Skalarprodukt? Auch niemand? Okay. Ganz viele haben ihr Skalarprodukt auf diese Folie geschrieben da. Was für ein Skalarprodukt kannten Sie denn bisher? Ja? Ah, so ein Skalarprodukt. Und das bedeutete noch was, wenn 0 rauskam. Das hatten Sie orthogonal genannt. Genau, der Begriff kommt auch noch. Und dieses Skalarprodukt, wie hat das funktioniert? Wie haben Sie zwei Vektoren multipliziert? Okay, ich wiederhole das gerade, weil Sie sagten, die erste Kumpel, da haben Sie so zwei Vektoren gleich lang genommen, also so als Tupel von Zahlen, und dann die erste Komponente mit der ersten, die zweite mit der zweiten, die dritte mit der dritten und die alle zusammengezählt, und das war ein Skalarprodukt, genau. Dieses Skalarprodukt, das nennen wir das kanonische Skalarprodukt, das erfüllt all die Eigenschaften dieses Skalarprodukts, diese Eigenschaften, die wir hier drüben hingeschrieben haben. Das ist so ein Skalarprodukt. Also wenn Sie dieses Ding kennen, das ist ein Beispiel für so etwas, was wir jetzt hier definiert haben. Vielleicht hätte ich hier drüben noch hinschreiben sollen, alles für alle A, B, C in unserem Vektorraum V und für alle Lambda in R. Okay. Also schreiben wir das mal hier unten hin. Ein Beispiel für so ein Skalarprodukt. Das sogenannte kanonische Skalarprodukt. Auf, sagen wir, dem R hoch N, oder vielleicht haben Sie es auch für den R hoch 2 oder R hoch 3 ganz konkret gemacht. Das geht so. Sie schnappen sich zwei Vektoren A und B aus dem R hoch N und die schreiben Sie so komponentenweise und dann sagen Sie das Skalarprodukt, das ist die Summe J von 1 bis N, AJ, BJ. Ja? Wobei also das A jetzt, vielleicht der Vektor war mit den Einträgen A1 bis AN und das B der Vektor war mit den Einträgen B1 bis BN. Also A1 mal B1 plus A2 mal B2 plus A3 mal B3 und so weiter. Dann
können wir außerdem eine Norm definieren, die zu diesem Skalarprodukt dazu passt, indem wir die Norm definieren als die Wurzel des Skalarprodukts eines Vektors mit sich selbst. Es gibt dann sowas hier, da sehen Sie so einen euklidischen Abstand, so einen mehrfachen Pythagoras drin, Summe j von 1 bis n aj Quadrat. Das finden wir daraus die Wurzel. Ne? Das wäre dann die Norm. Für dieses Skalarprodukt und diese Norm hat man oft auch andere Schreibweisen. Dieses Skalarprodukt schreiben wir oft als a Punkt b oder lassen Sie dann sogar noch den Punkt weg. Und diese Norm hier schreiben wir oft als den Betrag, also statt Doppelstrichen einfache Striche. Das hier ist unsere Notation für beliebige Skalarprodukte und Normen. Und wenn es speziell das Kanonische ist, schreiben wir stattdessen manchmal das hier. Oder wir sagen, wir benutzen gerade das Kanonische und schreiben wieder das hier. Das sind auch okay. Ne? Also das wäre ein Beispiel für so ein Skalarprodukt. Jetzt bevor wir uns da weiter mit den Skalarprodukten beschäftigen, was die für Eigenschaften haben, gucken wir vielleicht mal, wenn ich schon sage, immer ein Skalarprodukt, dass es vielleicht mehrere Skalarprodukte gibt. Also lassen Sie mich mal, wie machen wir das? Wir kopieren mal das, was wir schon geschrieben haben, hier oben auf die nächste Seite und ich gebe Ihnen ein paar weitere Vielleicht-Beispiele. Also, hier steht nochmal die Definition und jetzt schreibe ich hier unten ein paar Sachen hin und frage Sie, ob das Skalarprodukte sind. Sind das hier Skalarprodukte, sagen wir auf R2. Als erstes nehmen wir das Skalarprodukt von A mit B, falls es 1 ist, soll sein A1 B1 plus 2 mal A2 B2. Sagen wir mal, das ist Beispiel A, dann Beispiel B. Wir nehmen A1 mit B1 plus A1 mit B2 plus A2 mit B1 plus A2 mit B2. Das wäre unser Beispiel B. Und dann ein Beispiel C. Sagen wir, 2 mal A1 mit B1 plus A1 mit B2 plus A2 mit B1. Oder wissen Sie was, wir machen das noch ein bisschen krasser. Wir machen hier Minuszeichen davor sogar. Minus A1 B2 minus A2 B1 und dann machen wir noch ein Plus A2 B2 hin. Das sind alles andere Skalarprodukte, falls es welche sind, als das Skalarprodukt, was wir bereits kannten, das kanonische Skalarprodukt. So, überlegen Sie mal oder diskutieren Sie auch, überlegen Sie kurz selbst und diskutieren Sie dann mal links und rechts, sind das Skalarprodukte oder nicht. Ich starte Ihnen dazu mal Umfragen auf Tweetback. Also jetzt ist vollkommen okay, auch wenn Sie miteinander reden. Wir müssen überprüfen, die drei Eigenschaften hier oben, ob die erfüllt sind für diese Skalarprodukte. Ist das symmetrisch, wenn wir A und B austauschen, bedeutet B mit einem Faktor multiplizieren, dann nur, dass auch das Ergebnis mit dem gleichen Faktor multipliziert wird und dann diese Eigenschaft, die letzte, diese positive Definitheit. Also ich
Ich bin mal einen Augenblick ruhig und Sie überlegen oder diskutieren miteinander, was Sie so finden. Und dann gebe ich vielleicht noch einen Hinweis. Okay. Ihnen ist noch gar nicht so sehr nach miteinander diskutieren heute früh. Es ist ja auch noch früh am Morgen. Es ist noch recht ruhig geblieben dabei. Ich zeige Ihnen mal, wo wir besonders hingucken müssen. Also die Eigenschaften S1 und S2, die werden von allen Ausdrücken da unten erfüllt. Schauen wir das als erstes mal hin. S1 und S3, Entschuldigung, S1 und S2, S1 und S2 erfüllen alle drei Beispiele. Überlegen wir uns mal kurz, warum das so ist, und dann wissen wir, jetzt müssen wir nur noch die Eigenschaft S3 genauer anschauen. Also warum ist das so? Das mit der Symmetrie hier oben. Wenn wir die Rolle von A und B austauschen, dann tauschen wir ja auch hier drüben A1 mit B1 und A2 mit B2 aus. Sehen wir aber, passiert an dem Ergebnis nichts. Also in so einem Ausdruck wie A1 B1 oder A2 B2, wenn wir da die Rolle von A und B tauschen, ist das vollkommen wurscht. Das ist symmetrisch darunter. Wenn wir so einen Ausdruck haben wie A2 B1 und wir tauschen die Rolle von A und B, Dann bekommen wir A1, B2, aber das steht ja erfreulicherweise auch hier. Also dadurch, dass die Vorfaktoren vor diesen beiden Termen, den eingekreisten und den unterstrichenen jetzt gerade, gleich sind, haben wir auch im zweiten Fall die Symmetrie. Die hier sind sowieso symmetrisch unter Austausch von A und B. Und die beiden hier, da tauschen die beiden Terme die Rolle. Also wenn ich vor einen von denen jetzt einen Faktor 5 geschrieben hätte und vor den anderen nicht, dann hätten wir damit die Eigenschaft S1, die Symmetrie, kaputt gemacht. Dann würde es eine Rolle spielen, welches der erste und welches der zweite Vektor ist. Aber für den Ausdruck, den ich hier hingeschrieben habe, spielt das keine Rolle. Das ist auch beim dritten hier so. Der ist unproblematisch, der ist unproblematisch. Und die beiden hier, die haben beide das Minuszeichen davor, die tauschen die Rolle. Wenn einer von den beiden Termen Minus und der andere Plus hätte, dann würde es natürlich wieder nicht gehen. Aber so ist das also wunderbar. Ob ich vorne A und hinten B reinschreibe oder umgekehrt, das gibt das Gleiche. Die Symmetrie haben wir erfüllt, das haben alle diese drei Ausdrücke drin. Jetzt die Linearität, das haben auch alle drei Ausdrücke. Weil was passiert, wenn ich den Vektor B mit einem Faktor multipliziere? Dann multipliziere ich ja jede der Komponenten von B mit diesem Faktor. Und in jedem Term hier drüben steht immer genau eine, dann schreiben wir es so, steht immer genau eine Komponente von B drin. Das heißt, jeder Term hier drüben wird mit dem gleichen Faktor multipliziert, mit dem ich den Vektor B multipliziere. Und durch diese Struktur hier sehen wir, wir haben diese Linearität in B. Genauso, wenn wir immer jetzt, wenn wir B ersetzen durch B plus C, dann müssen wir halt B1 ersetzen durch B1 plus C1 und B2 durch B2 plus C2. Und dann können wir das auch wieder alles auseinanderziehen hier. Also so wie das Ding hier aufgebaut ist, das ist auch das, was Sie sich vorstellen unter linear in B. Jeder Term hier ist linear in einer, ist eine lineare Funktion von einer der Komponenten von B hier. Also damit sind die erste und die zweite Eigenschaft auf jeden Fall erfüllt. Das heißt, das Kritische ist jetzt die dritte. Also, was ist mit S3? So, jetzt gucken wir mal, was haben Sie vorgeschlagen?
definiert A ein Skalarprodukt, sehr verhaltenes. Wir sind deutlich, wenn wir vor allem alle online dazu nehmen, oh, es sind viele online, dann sind wir deutlich mehr Leute, als hier abgestimmt haben. Aber unter denen, die abgestimmt haben, gibt es im Moment eine Mehrheit dafür, dass A tatsächlich ein Skalarprodukt ist. Und das ist auch so. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir hier in das erste Skalarprodukt, oder ich schreibe das auf die nächste Seite, und Sie können das eh nicht sehen, aber ich habe auch noch nichts geschrieben. Im Beispiel A, oder ich kann die ja kopieren. Ha. So, nutzen wir nochmal die Technik hier. Hier sind die drei Beispiele. Zack. Und die schreiben wir hier nochmal hin. So. Also wenn ich jetzt im Beispiel, wir fragen uns noch, was ist mit S3? Im Beispiel A setzen wir mal zweimal den gleichen Vektor ein. A mit A. Dann steht hier doch A1² plus zweimal A2². Da addieren wir positive Sachen, weil wir ja quadratische Sachen addieren. Und das heißt, es ist sicherlich immer größer gleich 0 für alle A aus dem R2. Und 0 werden kann es auch nur, ich addiere ja zwei Sachen, die jeweils einzeln größer gleich 0 sind. Und 0 werden kann das nur, wenn jeder der beiden Terme 0 ist. Und damit war der Vektor der Nullvektor. Ne? Ob das hier hin und gleich 0, nur falls A1 gleich 0 und A2 gleich 0, 0. Das heißt, falls A der Nullvektor ist. Also damit ist tatsächlich A1 ein Skalarprodukt, so wie das mehrheitlich auch bei der Abstimmung rauskam. Bei B sind auch die meisten der Meinung, das ist ein Skalarprodukt. Jetzt gucken wir mal, ob das wirklich eins ist. Spoiler, nein. Also, B. Was machen wir da? Da können wir vielleicht irgendwas einsetzen. Was setzen wir denn mal da ein? -1. Ist das gut? Also wir schreiben es erstmal hin. Was ist das Skalarprodukt eines Vektors mit sich selbst? Nach B, das ist A1² plus zweimal A1 A2, das ist das, was die beiden zweiten Terme bekommen, ja, B ist ja jetzt auch A, plus A2². Ah ja, und jetzt sehen wir doch eine Möglichkeit. Wir nehmen mal den Vektor 1-1 und setzen den hier ein. Skalarprodukt von 1-1 mit sich selbst. Also jetzt ist A1 ist 1 und A2 ist -1. Das heißt, hier steht 1² plus 2 mal 1 mal -1 plus -1². Das ist also 1-2 plus 1, also 0. Aber der Vektor war ja nicht der Nullvektor. Das ist etwas, was ein Skalarprodukt nicht machen sollte. Das Skalarprodukt sollte nur dort Null werden, wo wir den Nullvektor einsetzen. Also B ist kein Skalarprodukt. Schreibt das hier hin. Aber der Vektor 1-1 ist ja nicht der Nullvektor. Also das erste ist ein Skalarprodukt, das zweite ist keins.
Wie sieht es mit dem dritten aus? Da haben wir sie jetzt schon mal hinreichend verwirrt. Beim dritten ist das recht ausgeglichen, bei denen, die sich für irgendwas entscheiden wollen und die, die keine Ahnung sagen, die zum Unentschiedenen dazunehmen. Ja gut, also das ist, da hätte alles rauskommen können. Na, hätten wir auch würfeln können. Wie ist es jetzt also mit dem dritten hier? Probieren wir das auch? Schreiben wir das einfach wieder hin. Was ist das Skalarprodukt eines Vektors mit sich selbst? Im Fall C. A mit A. Dann haben wir hier 2 mal A1 ins Quadrat minus A1 A2 und dann minus A2 A1, also den doppelt, plus A2 ins Quadrat. Das kommt raus, Vektor mit sich selbst hier. Gut, und da können wir doch vielleicht irgendwie so mit binomischen Formeln oder sowas arbeiten. Gucken Sie mal, hier steht A1 Quadrat und nochmal A1 Quadrat, so habe ich das zweimal A1 Quadrat hier anders geschrieben, minus 2A1 A2 plus A2 Quadrat. Das heißt, hier steht doch A1 Quadrat plus A1 minus A2 ins Quadrat. Das ist doch nicht schlecht. Wir addieren zwei Quadrate. Das heißt, wir addieren zwei nicht negative Sachen. Das heißt, da kommt sicher nichts Negatives raus. Haben wir das schon mal erfüllt? Das ist doch größer gleich 0 für alle A im R2. Jetzt müssen wir noch gucken, wann wird es 0? Idealerweise nur beim Nullvektor, dann ist es wirklich ein Skalarprodukt. Ja, wann wird es 0? Und gleich 0 nur, falls das A1 muss zumindest 0 sein, damit der erste Term 0 wird. Und A2 und A1 müssen gleich sein, damit der zweite Term 0 wird. Aber wenn A1 0 ist und A2 und A1 gleich, dann ist ja auch A2 0. Das heißt, dann wäre das A wieder ein Nullvektor. Das heißt, das dritte Beispiel, das ist tatsächlich auch ein Skalarprodukt. Anschaulich nochmal, was sind das für Skalarprodukte? Wie gesagt, das zweite war keins. Das erste ist so eins, dass wir in die 1-Richtung einen anderen Maßstab als in die 2-Richtung haben. Deswegen, wenn wir irgendwie eine Länge in unserer Karte vielleicht sehen, ist es in der Realität eine unterschiedliche Länge, je nachdem, ob sie, sagen wir mal, nach rechts oder nach oben zeigt, diese Richtung. Der Faktor 2 hier ist unterschiedlich zu dem hier vorne. Und so ein Skalarprodukt, das würde sowas Ähnliches machen, nur sind die Richtungen, in die wir unterschiedlich weit messen, vielleicht nicht die Richtungen, die wir jetzt als die Koordinatenrichtungen unserer Karte hier verwendet haben. Also wir haben vielleicht, wir sagen, wir messen Strecken in die Richtung in der Karte und in die Richtung in der Karte, aber was in die Richtung geht, ist länger als was in die Richtung geht oder so. Ja? Und dann können wir das wieder übersetzen in Strecken in der Realität. Das kann durchaus sein, dass wir sowas machen möchten, weil wir eben in der einen Richtung auf einer anderen Skala die interessanten Dinge sehen als in der anderen Richtung. Also deswegen ist es ganz gut. Außerdem ist es sowieso immer ganz gut, sich zu überlegen, was sind wirklich die entscheidenden, definierenden Eigenschaften von irgendetwas. Und dann können wir Beobachtungen, die wir in irgendeinem konkreten Fall gemacht haben, also wenn Sie zum Beispiel dieses, wo war es, das kanonische Skalarprodukt bereits kennen und von dem irgendwelche Dinge wissen, und wir uns jetzt überlegt haben, was sollte so ein Skalarprodukt im Allgemeinen erfüllen? Ja, vielleicht überträgt sich ja manches von dem, was wir an Intuition und Wissen haben, von hier auch in andere Situationen. Werden wir später sehen, besonders wenn wir zu den Winkeln kommen. Bei Winkeln, da haben wir irgendwie R2, R3, haben wir Vorstellungen, was das sind. Und wenn wir das mit dem Skalarprodukt in Zusammenhang bringen, dann können wir plötzlich den Begriff des Winkels mitnehmen in andere Vektorräume mit anderen Skalarprodukten und so weiter. Also,
Schöne Sache am Freitagmorgen, und am Freitag wollten sie eine 5 Minuten Pause haben. Das heißt, wir haben jetzt Pause bis 9:15 und dann geht's weiter mit noch mehr schönen Dingen über Skalarprodukte und Normen. Bis gleich.
Wir sollten weitermachen. Hier steht, habe ich nochmal hinkopiert, was Skalarprodukt und Norm, jawohl. Okay, also bei der, warum S2 erfüllt ist, ich sage es nochmal so ein bisschen in Worten und Sie dürfen es dann in aller Ruhe, ich habe Ihnen quasi genau die Aufgabe, die ich jetzt zur Hälfte schon vorgemacht habe, auch aufs Übungsblatt gepackt, das heißt, Sie dürfen es dann selber nochmal ich sage Ihnen jetzt schon die Lösung und Sie dürfen es dann selber nochmal aufschreiben. Also wir haben hier immer solche Termchen, wo eine Komponente des ersten Vektors mit einer Komponente des zweiten Vektors multipliziert wird. Das gilt für diesen Term, für diesen genauso, ne? Egal ob es ein A1, A2 Term oder ein A1, A1 Term ist oder ob ein Faktor davor steht oder ein Minuszeichen, ist vollkommen wurscht. Die sind alle von der Form, was aus dem ersten und was aus dem zweiten Vektor. Und wenn wir jetzt den Vektor b mit einem Faktor multiplizieren, dann heißt das, wir multiplizieren jede Komponente mit einem Faktor. Und dann bedeutet das, wir multiplizieren hier drüben jeden Term mit genau diesem Faktor. Und dann haben wir insgesamt den ganzen Ausdruck, der da drüben steht, mit dem Faktor multipliziert. Ist nur eine Frage von Ausklammern oder Ausmultiplizieren wieder. Wir machen es mal. Ich mache es Ihnen sogar noch vor für eins von denen. Für welches Skalarprodukt möchten Sie es vorgemacht haben? Fürs Letzte. So, fürs Letzte. Hier ist das letzte Skalarprodukt. Und jetzt probieren wir mal. Was ist denn das Skalarprodukt von A mit, jetzt machen wir alles. Wir haben gesagt, wir könnten mit einem Faktor multiplizieren. Sollen wir nur mit einem Faktor multiplizieren und eine Summe machen oder beides auf einmal? Beides auf einmal, okay. Also, wir setzen hier nicht B ein, sondern wir setzen hier, sagen wir mal, Lambda mal B plus C ein. Ja, was ist, wenn A, B und C diese Tupel sind mit den Zahlen, dann ist ja Lambda B plus C, das ist ja dann dieser Vektor, der hat hier den Eintrag Lambda B1 plus C1 und so weiter bis Lambda Bn plus Cn. So, und jetzt setzen wir das da oben ein. Dann haben wir also zweimal A1 und statt B1 müssen wir schreiben Lambda B1 plus C1. Und dann haben wir hier minus A1 und statt B2 müssen wir schreiben Lambda B2 plus C2. Minus A2 Lambda B1 plus C1 plus A2 Lambda B2 plus C2. So, und wie geht's weiter hier? Jetzt reißen wir all diese Klammern da auseinander. Jetzt nehmen wir überall den ersten Term in der Klammer und der hat ja auch immer noch Lambda mit dran. Also die Terme, jetzt multiplizieren wir alles aus und ich schreibe mal die unterstrichenen zusammen. Was haben wir dann? Dann haben wir Lambda mal, oder ich schreibe es, sortiere mal noch nicht um, zweimal A1 Lambda B1 aus der ersten Klammer. Aus der zweiten haben wir minus A1 Lambda B2, aus der dritten Klammer haben wir minus A2 Lambda B1 und aus der vierten Klammer haben wir A2 Lambda B2. So, jetzt haben wir noch das sind die rot unterstrichenen Terme. Das waren diese hier. Jetzt haben wir noch die Cs hier hinten. Müssen wir auch noch alles ausmultiplizieren. Dann haben wir also noch plus 2a1 c1 minus a1 c2 minus a2 c1 plus a2 c2. Das ist mit den
Ihnen hier passiert. Also wir haben alles ausmultipliziert und haben immer die ersten Terme und die zweiten Terme zusammengeschrieben. So, was steht denn da oben jetzt? Da oben steht doch, in der ersten Zeile können wir ein Lambda ausklammern. Da steht Lambda 2a1 b1 minus a1 b2 minus a2 b1 plus a2 b2. Und in der zweiten Zeile, das kennen wir ja schon, da steht doch schon genau das Gleiche wie hier oben, nur statt b steht da c. Also in der zweiten Zeile steht doch eh bereits das Skalarprodukt von A mit C. Und hier haben wir jetzt auch gesehen, das hier ist das Skalarprodukt von A mit B. Das heißt, insgesamt ist hier entstanden Lambda mal das Skalarprodukt von A mit B plus das Skalarprodukt von A, mit C. Und das ist genau die Linearität. Wir haben eine Linearkombination ins zweite Argument eingesetzt und dann kommt doch drüben dieser Term raus. Und jetzt sehen Sie, das hängt natürlich irgendwie überhaupt nicht davon ab, wie die Beispiele im Detail aussahen, sondern es hing immer nur davon ab, dass sie jeder Term war eine Komponente vom einen Vektor mal eine Komponente vom anderen Vektor. Dann können Sie automatisch so umsortieren, egal was die vielen Indizes da so alles für lustige Sachen machen. Okay. Und wie gesagt, jetzt habe ich Ihnen den Spaß verdorben fürs Übungsblatt. Auf dem Übungsblatt sollen Sie das auch nochmal erklären, warum das im Allgemeinen so ist, wenn die Ausdrücke so aussehen. Und das sind dann auch wieder ganz viele, die alle so aussehen. Und dann können Sie also, steht auch als Hinweis dort, S1 und S2 mit einem großen Streich erledigen. Und danach müssen Sie sich für jedes Skalarprodukt einzeln Gedanken über S3 machen, genauso wie das auch hier in der Vorlesung war. Jetzt möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass Sie bereits ein Skalarprodukt kannten, jedenfalls einige von Ihnen, und haben das auch angeschrieben, dieses Skalarprodukt, das kanonische Skalarprodukt im Rn. Vektoren komponentenweise miteinander multiplizieren und die Ergebnisse zusammenzählen, das gab ein Skalarprodukt. Und das hier unten, das ist die Wurzel aus dem Skalarprodukt des Vektors mit sich selbst. Also mit dem obigen Skalarprodukt hier steht hier die... Oje, jetzt macht er irgendwie komische Sachen. Das ist aber blöd. Mein Stift macht Probleme. Oh Mann, Zeit für so viel Quatsch haben wir doch gar nicht. Es sieht aus, als ob der irgendwie versucht, Linien zu ziehen oder so, aber das will ich ja gar nicht. Ah, jetzt geht's wieder, toll. Computer sind faszinierend. Skalarprodukt des Vektors mit sich selbst und daraus die Wurzel. Das ist, wie wir diesen Betrag, den Sie bereits kannten, oder die nach neuem Begriff, die Norm, die Sie bereits kannten, definiert haben. Und jetzt behaupte ich, immer wenn wir ein Skalarprodukt haben, können wir eine zu dem Skalarprodukt super passende Norm definieren, indem wir sagen, die Norm definieren wir zum Skalarprodukt dazu genau so. Wir ziehen die Wurzel aus dem Skalarprodukt des Vektors mit sich selbst. Das erfüllt immer diese Eigenschaften, wenn das Skalarprodukt diese Eigenschaften erfüllt. Ja, und wenn ich sowas behaupte, dann müssen wir natürlich überlegen, ob das stimmt, was ich behaupte, oder ob ich Ihnen hier kurz vor Weihnachten Blödsinn erzähle. Also, nennen wir das einen Satz. Könnte nach Zählung vielleicht Satz 11 sein. Sei V ein Vektorraum über den reellen Zahlen, dann gilt, jedes Skalarprodukt, das schreiben wir jetzt wieder so, mit den spitzen Klammern hier,
Das nimmt zwei Vektoren, bildet es auf die reellen Zahlen ab. Jedes Skalarprodukt induziert eine Norm. Induziert ist jetzt fancy für, wenn du das eine hast, hast du das andere. Also induziert eine Norm. Wie nennen wir? Habe ich irgendwas nicht richtig angezeigt? Doch, ist da. Okay. Was schnappt denn da gerade? Schießen Sie los. Induziert eine Norm von dem Vektorraum in die nicht negativen Zahlen, gegeben durch dieses Ding hier. Wir sagen, die Norm eines Vektors ist die Wurzel aus dem Skalarprodukt des Vektors mit sich selbst. Okay, und das müssen wir jetzt irgendwie zeigen, dass das gilt. Die Eigenschaften N1 und N2 sind zum Glück nicht weiter schwer und für N3 müssen wir ein kleines bisschen arbeiten für die Dreiecksungleichung. Also schreiben wir hier hin Beweis. Ja, wie ist es mit N1? Warum gilt N1? Warum gilt N1 automatisch? Ja, wegen S3, genau. Gucken Sie hier, das ist doch hier schon eingebaut. Also das ist ja ganz explizit schon drin. Wir haben gesagt, das Skalarprodukt eines Vektors mit sich selbst ist nur dann Null, wenn der Vektor der Nullvektor ist. Und wenn wir dann die Norm so definieren, mit Hilfe dieses Skalarprodukts, dann erfüllt die Norm das sicherlich auch. Also, das S1 kriegen wir locker geschenkt. S3 impliziert N1. Dann haben wir das schon erledigt. Das ist das Erste. Dann S2. Wie kriegen wir N2. Wie kriegen wir N2? Da gucken wir uns mal an, was ist denn jetzt die Norm eines Vielfachen? Also, die Norm von Lambda mal A, das ist jetzt das Skalarprodukt von Lambda mal A mit sich selbst. Skalarprodukt Lambda A mit Lambda A und daraus die Wurzel. So haben wir es definiert, das ist die Norm. Und jetzt müssen wir die Eigenschaften des Skalarprodukts benutzen und gucken, ob wir damit diese gewünschte Eigenschaft der Norm kriegen. Das Skalarprodukt ist linear im zweiten Argument. Das ist also die Eigenschaft S2. Das heißt, wir können das Lambda aus dem hinteren Eintrag rausziehen. Jetzt steht da unter der Wurzel steht Lambda mal Skalarprodukt Lambda A mit A. Ja, und daraus die Wurzel. Jetzt haben wir S2 verwendet. Jetzt verwenden wir S1 und tauschen die Einträge um. Also mit S1 kriegen wir, jetzt haben wir die Wurzel, Lambda mal und jetzt Skalarprodukt von A mit Lambda A, daraus die Wurzel. Und jetzt verwenden wir nochmal S2, dann kriegen wir wieder einen Faktor Lambda rausgezogen. Dann haben wir also mit nochmal S2, haben wir die Wurzel aus Lambda Quadrat Skalarprodukt von A mit A. Ja, und jetzt ziehen wir die Wurzel und dieses Ding da auseinander. Was ist die Wurzel aus Lambda Quadrat? Das ist Lambda Betrag. Ne? Das ist nicht schlecht. Also wir haben die Wurzel aus Lambda Quadrat und wir haben die Wurzel aus
A mit A. Das heißt, wir haben insgesamt hier Lambda-Betrag stehen und mal die Norm von A. Das ist genau das, was wir haben wollten. Also wir konnten letztendlich durch Kombinieren von Symmetrie und Linearität, hatten wir auch Linearität im ersten Argument. Das heißt, wir haben aus dem ersten und aus dem zweiten Argument jeweils ein Lambda rausgezogen. Und dieses Lambda-Quadrat steht unter einer Wurzel, also haben wir einen Lambda-Betrag. Das heißt, die ersten beiden Eigenschaften der Norm, die haben wir sofort. Und die dritte Eigenschaft der Norm, das ist ein bisschen schwieriger. Da müssen wir uns zunächst ein Hilfsmittel beweisen. Da beweisen wir jetzt zunächst die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung und mit der können wir dann die Dreiecksungleichung beweisen. Also vor N3 beweise die Cauchy-Schwarzsche, ich schreibe es gleich hin, Ungleichung. So, die schreibe ich jetzt mal auf. Was ist das? Geben wir deren Namen, nennen wir das einen Hilfssatz, Lemma, Lemma 12. Das ist die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung. Die Ungleichung von Cauchy und Schwarz. Und das Lemma sagt, Skalarprodukt und von diesem Skalarprodukt induzierte Norm erfüllen. Was erfüllen die? Wenn wir das Skalarprodukt von A mit B bilden, das ist eine reelle Zahl. Und von der reellen Zahl nehmen wir jetzt mal den Betrag, dann ist das kleiner gleich der Norm des einen Vektors mal der Norm des anderen Vektors. Und das gilt für alle Vektoren a und b und v. Ist vielleicht auch nicht so schlecht, sowas zu haben. Bei Zahlen gilt das auch. Wenn Sie zwei Zahlen miteinander multiplizieren und davon den Betrag nehmen, dann ist das Ergebnis, ja, das ist sogar gleich immer dem Produkt der Beträge. Ne? Aber bei Vektoren haben wir ja schon gesehen, da hängt es irgendwie ein bisschen davon ab, zeigen die in gleiche oder unterschiedliche Richtungen und dann kann mal was verloren gehen. Ne? Deswegen gibt es hier dann so eine Ungleichung. Also jetzt beweisen wir die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung, und wenn wir die bewiesen haben, kriegen wir die Dreiecksungleichung damit gezeigt. Nice. Wir zeigen lieber das Quadrierte, damit wir nicht so viele Wurzeln schreiben müssen. Also das, was wir zeigen wollen, ist doch das gleiche wie Skalarprodukt A mit B ins Quadrat ist kleiner gleich Norm von A ins Quadrat mal Norm von B ins Quadrat. Das ist jetzt nur für die Schreibweise, für die Schreiberei schön, weil die Norm von etwas ins Quadrat ist ja gerade dieser Ausdruck ohne Wurzel. Deswegen zeigen wir lieber das. So, um das zu zeigen, also zeige lieber das, weil weniger Wurzeln. Wer will schon die ganze Zeit Wurzeln schreiben? Gut, jetzt gucken wir uns mal was an. Wir schnappen uns einen Vektor a und ziehen von dem mal ein Vielfaches von b ab. A minus Lambda mal b. Und dann betrachten wir das Skalarprodukt dieses Vektors, der hier rauskommt, mit sich selbst. Also Skalarprodukt von A minus Lambda mal B mit sich selbst. Da das Skalarprodukt eines Vektors mit sich selbst ist, ist es sicherlich
größer gleich 0. Und jetzt können wir aber unsere ganzen Linearitäts- und Symmetriegeschichten verwenden. Wir haben ja schon gesehen, Linearität im zweiten Argument zusammen mit der Symmetrie gibt auch Linearität im ersten Argument. Und Linearität bedeutet letztlich, wir können ausmultiplizieren. Das sind ja genau diese Regeln. Na, wenn Sie nochmal zurückgucken hier auf diese Linearitätssachen. Das heißt, wir können ausmultiplizieren. Wenn wir hier hinten irgendwie eine Linearkombination schreiben, können wir das so aufdröseln. Das ist das, was wir auf Anregung vorhin auch nochmal explizit uns hier angeschaut hatten. Wir hatten so ein Lambda mal b plus c reingesteckt und dann haben wir das alles auseinandergezogen, den Faktor Lambda nach vorne in einen Term mit b und einen mit c und so weiter. Das heißt, wir können ausmultiplizieren, Produkt, deswegen haben wir das Ding ja auch so genannt. Also multiplizieren wir mal alles aus hier. Dann haben wir das Skalarprodukt von a mit a. Dann kriegen wir irgendwo Lambda Quadrat mal das Skalarprodukt von B mit B. Und dann gibt es einmal den Term Skalarprodukt A mit B und einmal den B mit A, aber das sind ja die gleichen. Und das kommt mit dem Faktor Lambda, also minus 2 mal Lambda mal Skalarprodukt A mit B. Da haben wir jetzt also S1 und S2 ausgiebig ausgenutzt hier. Soll ich das hier hinschreiben? S1, S2. Symmetrie und Linearität. Ja? Um diese Ausmultipliziererei hier zu machen. So, jetzt sind ja schon die Normen von A und B hier entstanden. Also schreiben wir das nochmal hin. Das ist die Norm von A ins Quadrat plus Lambda Quadrat mal die Norm von b ins Quadrat minus 2 Lambda mal das Skalarprodukt von a mit b. Dieser Ausdruck ist immer größer gleich 0. Das wissen wir bereits. Und jetzt können wir ja für das Lambda irgendwas einsetzen. Jetzt setzt man geschicktes Lambda ein. Wo taucht das Lambda überall auf? Markieren wir mal. Hier gibt es ein Lambda Quadrat und hier gibt es ein Lambda. Die Gleichung gilt für jedes Lambda. Wir wählen jetzt mal ein gutes Lambda. Und zwar wählen wir dieses Lambda hier. Lambda ist Skalarprodukt von A mit B geteilt durch die Norm von B ins Quadrat. Warum ist das eine gute Idee? Wenn wir das einmal quadrieren und einmal mit dem hier hinten multiplizieren, in diesen beiden Stellen kommt dann bis auf einen Vorfaktor das Gleiche raus. Wir machen das mal. Dann gilt wieder 0 ist kleiner gleich. Was haben wir jetzt? Im ersten Term ist nichts passiert, Norm von a ins Quadrat. Beim zweiten müssen wir dieses quadrierte Lambda einsetzen. Da kriegen wir also Skalarprodukt von a mit b ins Quadrat durch die Norm von b hoch 4. Das ist das Lambda Quadrat. Ne? Und dann haben wir noch von oben abzuschreiben die Norm von b ins Quadrat. Also das hier, hoppla, das hier ist das Lambda-Quadrat, was wir da eingesetzt haben. Dann geht es weiter. Minus zweimal, jetzt müssen wir das Lambda einsetzen, Skalarprodukt a mit b durch die Norm von b ins Quadrat. Und von oben abschreiben tun wir noch ein weiteres Skalarprodukt a mit b. Das hier ist das Lambda, was wir hier eingesetzt haben. So, und jetzt sehen Sie, das war ganz gut. Wenn wir hier einmal ein b-Quadrat kürzen, machen wir mal ein b-Quadrat weg, dann steht hier unten nicht mehr ein b hoch 4, sondern nur noch ein b-Quadrat. Und dann steht da im zweiten und im dritten Term das Gleiche bis auf den Faktor 2.
Das heißt, insgesamt steht hier jetzt also tatsächlich 0 ist größer gleich Norm von A, Betragsquadrat, minus das Skalarprodukt von A mit B ins Quadrat geteilt durch die Norm von B ins Quadrat. Ja, und das können wir jetzt ein bisschen umstellen. Jetzt bringen wir den Term mit dem Skalarprodukt auf die andere Seite mit einem Pluszeichen und dann multiplizieren wir die Norm von B Quadrat hoch. Und dann sind wir fertig. Da steht jetzt, wenn wir es auf die andere Seite gebracht haben, steht das Skalarprodukt von A mit B ins Quadrat auf der linken Seite. Das kleiner gleich ist immer noch das kleiner gleich von gerade eben. Und wenn wir das B Quadrat hochmultipliziert haben, dann steht hier rechts ein A Normquadrat mal B Normquadrat. Und das ist das, was wir haben wollten. Nur noch ein ganz klein bisschen vorsichtig kurz sein. Ich habe gerade mit der Norm von B durchmultipliziert. Das heißt, wenn B der Nullvektor gewesen wäre, hätte ich mit einer Null multipliziert. Das heißt, damit haben wir sicherlich gezeigt, wenn B nicht der Nullvektor ist, damit gezeigt für B ungleich der Nullvektor. Ja, und was ist, wenn B der Nullvektor ist? Dann sind hier oben in der Aussage die linke und die rechte Seite 0 und 0 ist kleiner gleich 0 und das ist auch okay. Also in dem Fall stimmt es sowieso. Und für B gleich 0 ist Cauchy-Schwarz sowieso 0 kleiner gleich 0. Also okay. Und dann haben wir es tatsächlich gezeigt. Jetzt haben wir die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung. Und jetzt habe ich gesagt, wenn wir die haben, wie gesagt, die war auch nicht so unplausibel, dass sowas vielleicht gelten könnte. Und wenn wir die haben, können wir die Dreiecksungleichung beweisen, erfreulicherweise. Und das ist jetzt gar nicht mehr so schwierig. Das können wir jetzt wirklich wieder direkt ausrechnen. Ja, da ist noch eine Frage. Naja, wenn ich das hier quadriere, dann habe ich hier ein Quadrat. Das ist schon richtig. Also die Frage war, ich muss es wiederholen, dass man es hören kann, ob da ein Quadrat zu viel ist. Nein, ich habe hier, hier oben habe ich nur das Skalarprodukt stehen, beziehungsweise den Betrag davon. Und wenn ich es quadriere, dann habe ich das Quadrat davon. Ja, also und die Frage ist nach dem Betrag strichen. Ne? Ich könnte auch schreiben, das ist der Betrag davon und das quadriert. Aber ob ich den Betrag einer Zahl bilde und dann quadriere oder gleich die Zahl quadriere, ist egal. Ja? Minus 5 ins Quadrat ist 25 oder der Betrag von minus 5 ist 5 und 5 ins Quadrat ist wieder 25. Also beim Quadrieren wird es eh positiv. Ob ich da vorher noch den Betrag bilde oder nicht, ist egal, deswegen schreibe ich die nicht extra hin. Lasse ich eine überflüssige Operation weg. Jetzt haben wir Cauchy-Schwarz und damit kriegen wir die Dreiecksungleichung. Das war das N3, das wollten wir unbedingt noch haben. Wir wollen ja gerne zeigen, dass, also falls jemand von Ihnen Lust hat, da oben die Tür kurz zuzumachen, da draußen ist ja heute Gequietsche, super, vielen Dank. Also, N3, Dankeschön, die Dreiecksungleichung, die können wir mithilfe von Cauchy-Schwarz ganz gut beweisen. Und zwar können wir da wirklich jetzt
Anfangen mit dem Ausdruck, der uns interessiert, a plus b und davon die Norm. Machen wir auch wieder gleich die Norm ins Quadrat, sparen wir uns blöde Wurzeln. Also wir wollen zeigen, ich blätter nochmal zurück, wir wollen zeigen, die Norm von a plus b ist kleiner gleich Norm a plus Norm b. Jetzt mache ich das hier mit einem Quadrat, dann wollen wir das, hoppla, mit einem Quadrat zeigen. Also da würden wir gerne hinkommen. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen, indem wir ein bisschen rechnen und die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung einsetzen unterwegs. Also, was ist Norm von a plus b? Das ist das Skalarprodukt von a plus b mit sich selbst. Also Skalarprodukt a plus b mit a plus b. Na, so. Dann multiplizieren wir wieder fleißig aus. Skalarprodukt von a mit a. Das ist die Norm von a ins Quadrat. Skalarprodukt von b mit b ist die Norm von b ins Quadrat. Und dann haben wir noch das Skalarprodukt von a mit b und das Skalarprodukt von b mit a. Die sind aber die gleichen. Also zweimal das Skalarprodukt von a mit b. Gut. Jetzt benutzen wir Cauchy-Schwarz, weil das ist ja genau das Ding, was wir bei Cauchy-Schwarz abschätzen können. Beziehungsweise machen wir mal einen Schritt dazwischen. Das ist was Positives, das ist was Positives, das könnte negativ oder positiv sein. Aber wenn wir jetzt da Beträge hinschreiben, dann wird es ja höchstens größer, weil vielleicht war es schon positiv, dann ändert sich nichts. Und wenn es negativ war, haben wir es größer gemacht. Also schreiben wir hin, ist kleiner gleich. Norm von a ins Quadrat plus Norm von b ins Quadrat plus zweimal der Betrag von a mit b. Also den Betrag können wir uns einfach spendieren. Und jetzt können wir Cauchy-Schwarz verwenden. Cauchy-Schwarzsche Ungleichung, die wir gerade gezeigt haben. Die Norm von a ins Quadrat und die Norm von b ins Quadrat, die schreiben wir ab. Die 2 schreiben wir auch ab. Und für den Betrag des Skalarprodukts von a mit b schreiben wir das Produkt der Normen von a und b hin. Das war Cauchy-Schwarz. So, und jetzt sind das aber Zahlen. Ne? Die Norm von b, die Norm von a, das sind Zahlen. Das heißt, hier steht eine Zahl ins Quadrat, eine andere Zahl ins Quadrat und dann zweimal das Produkt der beiden Zahlen. Ja, das kennen wir. Das ist die binomische Formel. Hier steht die Norm von a plus die Norm von b in Klammern zum Quadrat. Und das ist genau das, was wir haben wollten. Ist nicht wunderschön? Also tatsächlich können wir immer, so wie wir das bei dem kanonischen Skalarprodukt ohnehin schon mal gemacht haben, können wir immer, wenn wir ein Skalarprodukt haben, eine Norm kriegen, indem wir die Norm definieren als Skalarprodukt eines Wurzel aus dem Skalarprodukt eines Vektors mit sich selbst. So, wie geht es jetzt weiter? Nicht heute, sondern nächste Woche. Wie geht es weiter? Wir haben jetzt solche Skalarprodukte. Sie können auf dem Übungsblatt mal einfach mit verschiedenen Skalarprodukten rumspielen, so wie ich Ihnen das vorhin auch schon vorgemacht habe. Das finden Sie auf dem Übungsblatt. Und am Mittwoch überlegen wir uns dann nochmal, was dieses kanonische Skalarprodukt, was Sie bereits kannten, was das anschaulich bedeutet, wo da jetzt die Längen, die Winkel, der Pythagoras und sonst irgendwas so drinsteckt in diesem Skalarprodukt. Und dann nehmen wir diese Anschauung und schauen, wie viel von dieser Anschauung wir in alle möglichen anderen Vektorräume mit allen möglichen Skalarprodukten mit rüber transportieren können. Ist nicht ein toller Ausblick für die letzte Adventswoche? Schon, oder? Gell? Schönes Wochenende, schönen dritten Advent wünsche ich. Dankeschön, bis nächste Woche.